Seit der Wende mischt sie in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung mit Saskia Hünicke. Und das soll auch nach dem 25. Mai so bleiben. Weil ich den leidenschaftlichen Diskurs liebe, der in dieser Stadt stattfindet, und weil ich eine Vorstellung davon habe, wie wir hier in der Stadt die alten Schätze hüten können und sie zu einer neuen, schönen Stadt weiterentwickeln können. Die Tradition der historisch gewachsenen Stadt erhalten und sie dennoch den modernen Anforderungen anpassen, diesen Balanceakt versucht Saskia Hünicke in der Potsdamer Stadtpolitik hinzubekommen. Seit mehr als 20 Jahren ist die Bündnisgrüne rastlos und mit Liebe zum Detail innerhalb der Potsdamer Sichtachsen unterwegs. Die Freundschaftsinsel als liebevoll gepflegte innerstädtische Parkanlage in unmittelbarer Nähe zum Alten Markt ist da ganz nach ihrem Geschmack. Hat man hier doch alles, was ihr wichtig ist: Stadt, Grün, Fluss. Potsdam mit seiner grandiosen Landschaft und seinen Kulturdenkmälern hat das Potenzial dafür, dass wir hier eine besonders nachhaltige Stadtentwicklung betreiben. Das heißt also eine, in der wir die natürlichen Ressourcen schonen und dabei auch in die Zukunft schauen.